Aber wo waren wir denn hier stehen geblieben? Entschuldigung. Ja, genau. Kurzen Faden verloren, sorry. Und zwar müssen wir jetzt hier irgendwo hoch, ne? Ganz genau. Schauen wir uns das Geschehen mal an. Himmelswerter Schreinbrücke. Also hier müssen wir auf jeden Fall jetzt hin. Laut unserer Karte zumindest. Himmelswerter Schreinbrücke. Ich habe das eine habe ich noch nicht richtig verstanden. Also wir kriegen jetzt anscheinend mit, ob wir noch Schätze in irgendeiner bestimmten Region bekommen. Ich habe es noch nicht richtig gecheckt, wie das hier funktionieren soll. Schaut mal, das ist das hier. Da, Falkenauge Papagei. Ergänzt die abendliche um einen schatzsuchenden Papagei. Dieser kann beim Betrachten der Karte hinzugezogen werden. Ach so, warte mal. Ich muss, das ist interessant, ne? Das ist ja geil. Komm, das müssen wir mal ausprobieren. So, wir gehen aber ganz kurz auf die abendliche. So. Ah, jetzt können wir an Bord gehen. Das kannte ich vorher noch nicht. Und den Knopf muss ich lange gedrückt halten. So. Und jetzt? Wir haben hier ein gutes Boot. Wir müssen nur gut zu ihm sein. Da ist der Papagei. Rechts. Ja, und jetzt? Verstehe ich nicht. Ahoi, was darf's sein? Segeln setzen? Egal. Ja, wie? Er sagt nur krächz. Viele alte Sachen, die wir brauchen oder nicht. Waltred meint, ich sollte das entscheiden. Gucken wir mal, was wir da oben machen können. Aber wahrscheinlich auch nicht viel mehr, wa? Nö. Bruger West ist fort, aber Elena wird dafür bezahlen. Oh ja, das wird sie. Ah, guck mal hier. Oh, ihr habt ein neues Artefakt gefunden. Lass mal sehen. Neue Geschichte freigeschaltet, die Nomanden der Meere. Neue Geschichte freigeschaltet, Monkrolle. Neue Geschichte freigeschaltet, das Uhrwerksschloss. Werden wir uns natürlich alles mal ansehen, Freunde, in absehbarer Zeit. Fegen ist ein Vollzeitjob. Wenn ich fertig bin, beginne ich wieder von vorne. Schön zur Mannschaft zu gehören. Die Luft ist herrlich. Der seltsame Apparat südlich von Mesa Island erscheint außer Reichweite. Aber vielleicht sollten wir uns die kleine Insel darunter ansehen. Wir haben alles an Vorräten beisammen. Ich würde für Gal alles tun. Segeln fing immer noch an. Okay. Cool, was ist das hier überhaupt? Ahoi, Lust auf eine Runde Räder? Zwangloses Spiel, Champion-Spiel. Ah, geil, Freunde, wir können hier auch unser Champion. Wir können gegen den kämpfen. Ey, das wusste ich ja noch gar nicht. Guck, was hat der denn hier? Den haben wir auch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Komm, den benutzen wir einmal, oder? Oh, der hat ja mies Angriff. Das ist ja gar nichts. Der hat 3, der hat auch 3, ne? Ja, wir benutzen aber den.
Oh ja. Nice. Ach, der errichtet direkt eine Mauer, ne? Das ist natürlich auch geil. Nehmen wir. Bisher kein Problem. Boah. Der errichtet unsere Mauer gleichzeitig hoch und greift an, ja? Das ist auch eine geile Eigenschaft, ne? Boah, das müssen wir auf jeden Fall haben. Ja, komm. Reicht uns. Oh ja. Boah, Jackpot. Nehmen wir. Jetzt haben wir den goldenen. Ja, komm, wir machen nur den einen. Schade. Aber bis jetzt läuft's gut. Ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen, ne? Boah. Was? Wie kam denn die Bombe dahin? Ach geil, guck mal, der Pfeil- und Bogentyp, der kann über die Mauer schießen. Wenn sie noch nicht ganz oben ist, glaube ich. Ach, die Hammer. Okay, ich verstehe. Na gut, den Hammer brauchen wir eigentlich nicht, ne? Oh ja. Yes, Sir. Und tschüss. Gewonnen. Keine Chance, würde ich sagen. Mal gucken, was passiert. Tja, ihr habt es wohl geschafft. Glückwunsch, hier euer Preis. Goldrad. Aber das hatten wir doch schon, oder? Goldrad? Hier, ich spiele gern. Ich spiele gern Champion, aber ihr habt mich schon besiegt, also gibt es keine Belohnung. Ah, okay. Ahoi, Lust auf einen
Championspiel? Ah, okay. Schade. Jetzt haben wir hier das Goldene bekommen. Ja, das hat man noch nicht. Bronze, Kupfer, Silber, Gold. Ein Rad der Stufe 3. Aha. Nicht schlecht. Neue Noten haben wir abgegeben. Okay, die Geschichten hören wir uns später mal an. Ja, also wie gesagt, mit dem Papagei, keine Ahnung, ne? Was es damit auf sich hat. Aber kriegen wir bestimmt noch hin. Das machen wir schon noch. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter, ne? So, Segel setzen. Ne, warte mal, hier müssen wir hin. Karte. Achso, Karte gibt's hier auch, ja? Das ist die Karte. Ah, jetzt, komm mal hier. Jetzt habe ich es verstanden. Papagei einsetzen. Kriegt. Schatz fehlt. Was? Aha. Kein Schatz, oder was? Guck mal hier. Alles gut, kriegt's. Ah, im Dschungelpfad gibt es noch einen Schatz zu holen, sagt er mir. Ich muss erst noch weiterkommen. Schnecke fehlt. Geil, in der Stadt Lucent. Ey, das ist ja geil. Der Papagei ist ja mega, mega nice. In Moncrale. Und hier? Geil, der Champion fehlt. Oha, nice. Geil gemacht. Entschuldigung. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Ah, jetzt geht's weiter hier. Der Schrein, den du gesehen hast, ist eher das Ding da drüben. Ja, ich bin sicher. So können wir jene erreichen, die uns Zugang zum Sternenmeer ermöglichen können. Er ist außer Reichweite. Enthielt deine Vision auch Details darüber, wie man dorthin kommt? Nein, ich weiß nur tief drin, dass wir alles haben, was wir brauchen. Valerie? Pfade im Wasser. Hä? Oha. Gut gemacht, Valerie. Beeindruckend, woher wusstest du das? Das Orakel der Gezeiten meinte, ich könnte die Verbindung herstellen. Das war der Hammer. Und jetzt können wir darauf laufen. Na los. So, dann gucken wir uns das ganze Spiel mal hier an, oder? Himmelswärter Schrein. Nichts wie rein da. So. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was liegt. Wie gesagt, wir brauchen nur eine Schnecke, dann können wir die neue Belohnung abholen, Freunde. Aber hier scheint nichts zu sein.
passiert jetzt? Wir wurden irgendwo hin teleportiert. Das kitzelt. Hat es funktioniert? Allerdings. Hier sind wir definitiv richtig. Los geht's. Alles klar. Let's go. Das gefällt mir. Was ist denn Stein? Nö, kann man nichts machen. Gucken wir uns nochmal sicherheitshalber gut um hier. Ne. Kann man nichts machen. Ne. Gehen wir mal hier in die Dungeon rein. Und hier haben wir wieder einen Teich. Himmelslagune. Freunde, ihr wisst doch, wie es ist. Ich kann hier nicht einfach vorbei ohne... Ah, wieder zwei Fische. Ohne hier einmal alles weggeangelt zu haben. Ich muss alle Schätze haben, Freunde. Ich würde euch das auch raten, übrigens. Alles mitzunehmen hier in dem Spiel. Ich bin mir sicher, bei den Schwierigkeitsgrad... Man wird es brauchen. Man wird es auf jeden Fall brauchen. Kann man hier nichts machen? Ach was. Okay. Na gut. Auch nicht hier rein? Nö. Gut, gut. Dann werden wir hier nur angeln. So, wir haben eine neue Route. Das dürfte ja jetzt ein bisschen einfacher sein. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, viel einfacher. Zack. Wolkenrochen, den haben wir auch noch nicht gehabt. Ey Leute, mit der neuen Angel hier und der neuen Schnur und mit, überhaupt mit dem ganzen, mit der neuen Ausrüstung hier, sage ich mal, ist das easy peasy hier, ne? Das geht ja sowas von einfach. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Ne, Gott sei Dank. Okay, alles gut. War mir nicht sicher. Ich habe gedacht, steht die Musik noch an. Dann hättet ihr jetzt wahrscheinlich nur die Musik gehört. Aber die ist hier in der VOD bei YouTube aus. Also ich habe die ausgestellt. Die ist nur bei auf Twitch zu hören. Also auf der VOD ist schon mal gar nicht, aber so jetzt im Stream meine ich. Ah. Oh, guck dir die Leine an hier. Das ist ja der Wahnsinn. Die wären normalerweise direkt kaputt gegangen damals. Und guck mal, wie einfach das geht hier. Wie schnell. Das macht Laune jetzt, Freunde. Das macht echt Spaß, jetzt hier zu angeln. Weil es viel einfacher ist. Guck mal, was sie ausgehalten hat. Und jetzt hat er keine Chance mehr. Aber viele von diesen Wasserknochen hier, ne? Was das hier für einer ist. Oh ja, der kämpft. Den hätten wir ohne das Equipment aber nicht bekommen. Auf gar keinen Fall. Ninja-Seestern? Okay, den hatten wir aber auch schon, ne? Ach Mist, was mache ich? Ja, jetzt hat er angebissen. Man könnte meinen, der bewegt sich gar nicht, ne? Aber er bewegt sich. Boah, wie langsam. Das ist dieser Seestern, Ninja-Seestern, 100%. Nee, ist noch was anderes. Himmelssee, was? Himmelseigel. Aha. Cool. Da hat der dicke Fisch angebissen. Na, geht doch. Bei dem ist es wirklich sehr easy. Man muss einfach nur im Strudel bleiben.
Wer wird anbeißen? Danke. Ne, es geht nicht schneller, wenn ich ein bisschen an der Außenlinie. Ist egal. Ich hab gedacht, das wird ein bisschen schneller gehen, aber leider nicht. So, jetzt haben wir sie aber fast alle, oder? Der Dicke nehmen wir noch mit hier, den Dicken. Oh, guck mal, ey, was die Leine jetzt aushält, ne? Aber wie geil ist das, bitteschön? Das ist so einfach zu angeln jetzt. Ah, da war noch der dicke Fisch, schade. Egal, nehmen wir ihn mit. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, warum das so auf einmal gerade so schnell ging. So, den haben wir auch jetzt nur noch einen einzigen. Ah, Mist. Noch einmal. Shit. Der bewegt sich. Das macht die Sache wesentlich schwerer. Ah. Holt er sich ihn? Ja, jetzt hat er. Er hat angebissen, Freunde. Sehr schön. Auch den See haben wir hier leer geangelt. Oder die Lagune, wie auch immer. Hier haben wir alle Fische, sehr schön. Schätze sind auch keine da. Schade. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Hier wird nachher auf jeden Fall ein Weg kommen, denke ich mal. Was haben wir hier? Wolkenkönigreich. Und hier ist Luftelementare Himmelsland. Dann gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Ah, haben wir noch nicht. Gut, okay. Schade. Da fehlt uns anscheinend ein Schlüssel. Den kriegen wir höchstwahrscheinlich hier im Königreich, denke ich mal, ne? Wow. Wer hätte das gedacht, hm? Wisst ihr, was ihr da draußen sucht? Ein Publikum. Ja, das geht mir auch so, Freunde. Abonniert gerne den Kanal und schaut auch mal bei Twitch vorbei oder auf allen meinen Social-Media-Kanälen. Die sind alle verlinkt. Wie? Es gibt da so ein Rad-Dings, glaube ich. Sehen wir uns um. Wolkenkönigreich, meine Damen und Herren. Wir können uns natürlich auch... Was ist denn das hier? Könntest natürlich auch erstmal die anderen Schätze in den anderen Gegenden holen, ne? Das können wir auch machen. Insofern wir die Rätsel lösen. Oh, was ist das denn hier? Kleine Besucher, konnte Luana die Verbindung etwa herstellen? Ah, was ist das hier? Oha, was war das denn? Ja, wir sind jetzt hier in der neuen Stadt, Freunde. Und hier ist einfach mal so eine Schatztruhe. Fragenpaket 6 gefunden. Und hier, was haben wir hier? Will jemand eine Runde Räder spielen? Championspiel. Tatsächlich. Hier ist anscheinend ein Champion, Freunde. Geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Spiele nice hier. Komm, wir machen diesmal anders. Wir machen diesmal einen Magier. Und einen Pfeil- und Bogentypen. Ah, gut. Komm, bevor wir jetzt hier nur Scheiße kriegen. Ja, sehr gut.
Ja, besser als nichts. Nehmen wir auch mit. Habe ich nochmal Glück gehabt, ne? Jetzt greifen wir an. Jawohl. Boah, Jackpot. Alles noch easy. Boah, der ist richtig gut hier. Der ist nicht schlecht gewesen. Besonders mit seiner scheiß Mauer hier. Jackpot. Jawohl. Ist jetzt Gleichstand, mein Freund. Nein, wir haben verloren. Oder? Schade, sonst hätten wir Gleichstand gehabt, glaube ich sogar, ne? Egal, wir machen nochmal. Ich gewinne. Championspiel. Wenn schon, denn schon. Okay, diesmal machen wir es anders. Wir machen einmal den Maurer hier. Und auf jeden Fall den Pfeil und Bogen. Also die Bücher sind für den Angriff zuständig, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Einmal. Zweimal. Boah, lecko funny, ey. Das können wir direkt so lassen. Das können wir aber sowas von so lassen. Tschüss. Boah. So, noch einen Angriff, dann haben wir es geschafft. Jawohl.
Gibt's doch nicht. Nein! Ey, der ist richtig gut, der Typ, ne? Wie macht er das, ey? Okay, dann mache ich jetzt auch... Ne, den Maurer hatte ich ja auch schon vorher. Ich gewinne. Die Schweinebacke, oder? Okay, dann gehen wir mal nur auf Angriff. Gehen wir mal wirklich nur auf Angriff. So, einmal. Zweimal. Sehr schön. Das gibt kein gutes Buch hier. Egal, komm. Jawohl. Die Diamanten sind gut. Jackpot. Eigentlich braucht man nur die Diamanten. Unglaublich. Ja, ist klar. Warum kann der immer zuerst angreifen? So, jetzt aber. Komm, jetzt müssen wir die Mauer durchbrechen hier. Sechs. Sind schon tot. Ey, wegen einem Punkt, ich glaub's nicht. Wie knapp war das, bitteschön? Komm, wir machen nochmal. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so einfach. Gut, dann machen wir es ganz anders. Dann gehen wir auf Full Damage. Ach, wir können nicht zweimal denselben nehmen. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Egal. Jackpot. Naja. Oh, sehr geil. Sehr, sehr gut. Perfekt.
Oh nein. Habe ich das so gerevolt? Ich Idiot. Sollen wir mal alles nehmen? Ja, komm. Das ist echt nicht schlecht gerade, ne? Komm, lass mal das mal. Machen wir jetzt einmal eine riesengroße Mauer auf hier. Kaboom! Warum nicht? Wenn wir sie eh einmal schon haben, oder? Boah, komm, wir machen das nochmal. Das nehmen wir auch. Yes. Mauer ist oben, würde ich sagen. Ach, die war sowieso schon oben. Ich Idiot. Oh ja, da sehe ich mich aber. Ist ganz knapp, ne? Ganz knapp Kopf an Kopf rennen. Ah, schade. Aber ist noch alles möglich. Ist noch alles offen. Boah, jetzt macht er 7 weg. Da ist es natürlich einiges. Leider nicht das, was wir brauchen. Schade. Aber trotzdem. Ein Treffer gelandet. Schmeckt. Gucken wir uns das jetzt mal an hier. Oh ja, das ist natürlich nice. Perfekt. Genau das, was wir brauchen. Das ist die Entscheidung, Freunde. Das war's. Nein! Da hat er... Oh, da hat die Mauer errichtet. Ich glaube, ich spinne, ey. Was geht denn da bitte schön ab? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das war doch ein klarer Sieg für mich, oder? Frechheit. Müssen wir nochmal machen. So lange, bis das sitzt hier. Okay. Nimm halt den Magier. Aber das doppelte Buch ist doch für die Katz, oder? So, jetzt aber. Jawohl. Sehr stark. Das ist Track. Ah. Ich glaub's nicht, ne? Wie, warum kann er das zweimal machen? Das verstehe ich nicht so richtig.
Ich will das auch können. Ich glaube, der Pfeil- und Bogentypen ist hier die schlechtere Wahl, ne? Kann das sein? Und warum gehen die Punkte nur zu ihm eigentlich? Ach so, jetzt habe ich verstanden. Die Bücher. Ah, okay, 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 okay. Okay, machen wir das einmal. Ich würde sagen, wir lassen das sogar. So. Zack. Okay, das war's, oder? Nee. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, 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 okay. Magier ist safe, gut. Also. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, Champion. Wir nehmen einmal den Magier. Und dann nehmen wir den hier. So. Ja, würde ich auch sagen, ne? Zack. Bücher, Bücher. Ach, jetzt weiß ich auch, was mit dem Hintergrund bedeutet. Das bedeutet, dass sie ein Level kriegen, ne? Also ist das eigentlich auch gar nicht wirklich vonnöten. Aber jetzt langsam hab ich den Dreh raus. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Oh, das ist aber nice. Da sage ich nicht nein. Ah, jetzt kommt schon mal ein Angriff. Mal gucken, was passiert. Boah. Das machen wir safe, das auch. Ja, und das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wobei, doch, den können wir machen, dann haben wir ein Level up. Und dann safe die drei Bücher noch. Okay, komm. So, jetzt haben wir einen goldenen, ne, einen silbernen, ne? Ja, der Magier ist nice, Freunde. Weil der haut nämlich zweimal rein, seht ihr? Der Magier ist echt gut. Okay, komm, wir gehen jetzt mal nur auf Magier, oder? Komm, let's go. Mal gucken, was passiert. Einmal, bam. Zweimal, bam. Jawoll. Endlich. Okay. Also, wir gehen mal wieder auf... Ne, das brauchen wir nicht. Ja, das hier. Schade. Aber vielleicht reicht das aus. Mal gucken. Ne, leider nicht. Aber ist nicht schlimm. Oha. Ne, komm, wenn, dann benutzen wir nur den hier, oder? Hat gar nichts gebracht. Scheiße, wie verliert. Ey, das ist, ey, was ist das für ein Typ? Wie viel Glück hat der? Oh, ich glaub's nicht, ne? Na komm. Ja, ja, du hast schon wieder gewonnen. Jedes Mal, wenn ich denke, boah, jetzt habe ich den Sieg in der Tasche, verliere ich. Dabei waren die vorigen Spiele alle so einfach. Aber hier brauchst du auf jeden Fall safe den Magier. Also der Magier ist Pflicht. Was haben wir noch hier? Ja, so viel Auswahl haben wir jetzt auch nicht, ne?
Wir haben jetzt den Bogenschützen. Wir haben den Typen. Wobei, ich finde den überhaupt nicht gut. Egal, komm. Damit das ein bisschen ausgeglichener ist. Vielleicht bringt das ja was. Also. Ja, komm, dann nehmen wir... Können wir eigentlich so lassen sogar schon fast, ne? Sollen wir Level... Doch, komm, wir benutzen das. Ne, nee, machen wir nicht. Wir rollen noch einmal. Naja. Aber besser als nichts. 3 Level können wir machen. Na komm, machen wir. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Ah, komm. Sicher, sicher. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt baut er uns eine Mauer auf und haut den einen rein. Und der kriegt gerade mal einen Schaden, ey. Wie krass ist das denn? Naja. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht prickelnd, ne? Oh, geil. Guck mal, wir können hier mit dem Magier... Können wir 2 Level machen. Und dann können wir hier 2-mal Bewegung reinbringen. Scheiße. Ja, man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, ne? Guck mal, der kriegt direkt wieder so einen geilen Scheiß hier, ne? Das war ja klar. Okay, nochmal. 1 Level, 2 Level sind 5. 5 Level für den... Das nehmen wir safe. Schade. Das schaffen wir hundertprozentig wieder nicht. Oder wir haben Glück. Mal gucken. Oder wir haben Glück. Ey, der haut die ganze Mauer runter. Okay, das wusste ich nicht. Geil, jetzt haben wir hier einen goldenen, ne? Boah, ganz ehrlich, wir lassen das so. Finde ich voll geil. Boah. Ja, komm. Alles oder nichts. Ey, das ist so unfair. Aber wir haben knapp überlebt. Wir haben knapp überlebt, Freunde. Jetzt müssen wir gucken. Das macht mehr Sinn, ne? Ja, sehr gut. Ja, das könnte die Entscheidung sein. Das könnte es sein, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch eine gute Runde haben. Mist. Hey, wir haben verloren. Unentschieden. Oh, tatsächlich. Freunde. Wow, unentschieden. Ey, der Typ ist richtig gut hier. Der ist nicht schlecht. Aber es gibt doch bestimmt einen einfachen Weg, oder? Warte mal. Der ist schon mal nicht schlecht. Den können wir schon mal behalten.
Aber versuchen wir es nochmal mit dem hier. Das sieht nicht gut aus. Die Runde werden wir wieder verlieren. Boah, eine Dreier-Kombo hat der. Alter Schwede, ist der krass, ey. Weil der lässt es jetzt natürlich richtig krachen, ne? Der lässt es natürlich jetzt richtig krachen. Verrückt. Komm, wir bauen jetzt einfach mal eine Mauer hier. Der zweite kommt durch. Keine Chance. Haben wir einen goldenen. Ein Schlag. Ein einziger Schlag, Freunde. Jetzt bauen wir hier nochmal schnell die Mauer hoch. Ja, ist klar. Bringt die ganze Mauer weg, ne? Ach, Mann. Na komm. Nimm mal. Das ist halt nix. Und das war's. Ah, oh, ist das ein fieser, fieser Kerl, ey. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir das überhaupt schaffen können. Aber klar, es ist ja immer knapp, ne? Ne, komm, wir gehen nochmal wirklich nur auf Angriff. Wollte ich gar nicht machen, aber egal.
Oh, das ist nice. Da sagen wir nicht nein, oder? Jawohl. Jetzt bin ich gespannt. Ey, das gibt es nicht. Komm. Was soll's? Alles oder nichts. Nur Bücher jetzt. Und es kommt einfach nichts Gutes, ne? Es kommt einfach nichts Gutes. Komm, Bücher, Bücher, Bücher. Nee, das sind die falschen Bücher. Komm, wir machen so. So. Scheiße. Es war so klar, dass nichts Gescheites kommt. Ah, jetzt ist natürlich wieder vorbei. Also ich bin langsam, habe ich so die Befürchtung, dass man das gar nicht schaffen kann, ne? Man muss quasi, ja, also doch, also man kann es schon schaffen, klar. Aber ich glaube, ich muss erst ein anderes Spiel gewinnen, um das Spiel gewinnen zu können. Aber wir gucken trotzdem mal, wir bleiben da eisern. Vielleicht ist es auch einfach nur was mit Glück zu tun, ne? Dass man einfach im richtigen Moment das Richtige bekommt. Das kann natürlich auch sein. Komm, wir benutzen jetzt einfach mal was richtig Komisches hier. So. Busch, Bücher. Das ist auch gut. Und komm, lassen wir. Der seine Mauer hat, ne, hat das keinen Sinn, der Pfeil- und Bogentyp. Yes. Wie jetzt? Ach, die Bücher sind für den Pfeil- und Bogentypen jetzt, oder was? Achso, die Bücher sind immer für die linke Seite. Jetzt habe ich das verstanden. Wir haben keine Chance. Keine Chance. Mist. Ah, das wird knapp werden. Ey, es kommt aber auch nicht das Gescheite, oder? Sagen wir mal ehrlich. Wie soll ich denn damit bitte schön gewinnen?
Niederlage. Wer hätte das gedacht? Komm, wir quatschen mal mit denen hier an. Aber wir quatschen die mal voll hier, meine ich. Ah, das ist echt fies gemacht. Komm. Wir müssen gewinnen. Das ist eine gute Konstellation, Freunde. Der Maurer hier. Ah, guck mal, die haben... Aha. Der Magier hat am meisten. Dann kommt der Maurer hier, ne? Ne, der hier. Oh, mir tun ein bisschen die Kopfhörer weh. Ich muss mal kurz hier meinen Ohrbürger davon befreien. So. Na komm, wir gehen jetzt hier mal komplett auf. Ja. Richtig. So habe ich mir das vorgestellt, Baby. Attacke. So nicht anders. Wieder back to the roots und so. Komm. Abfahrt. Nochmal. Abfahrt. Ah, war leider nichts dabei. Schade. Aber eine kleine Mauer freigeschaltet. Mal gucken. Okay, Abfahrt. Danach haben wir einen silbernen. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh wieder raus. Wir entscheiden uns mal nur für eine... Ja, das war schon mal nicht schlecht. Also nur... Boah, guck dir mal den Krieger an. Ey, geil, oder? Nur Diamanten. Ja, lassen machen, lassen machen. Kein Problem, kein Problem. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus diesmal. Wir müssen nur noch einen Treffer landen, Freunde. Dann haben wir ihn besiegt. Okay, wir gehen wieder voll auf Dings hier. Nein, kannst du vergessen. Oh, das wird knapp. Reicht es aus? Reicht es aus? Und? Oh, schade. Egal, der hat keine Mauer stehen. Der hat keine Mauer. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Das ist die Entscheidung, Freunde. Wenn das nicht die Entscheidung ist, dann weiß ich das auch nicht. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Gewonnen. 100%, oder? Nein, der hat eine Mauer gebaut. Ich glaub's nicht. Ey, das ist so mies, ne? Das ist so mies. Hat der ein Glück, ey. Egal, komm. Wir machen das jetzt einfach anders. Und wir nehmen jetzt einfach den Magier, oder? Scheiß drauf. Aber der Magier hat zu lange Range eben halt. Der braucht zu lange dafür. Ah, jetzt hat er wieder eine Mauer gebaut, ey. Ah, es war so knapp davor, ne? Wir waren so knapp davor. Jetzt haben wir den goldenen Krieger. Aber leider können wir nicht angreifen. Ey, das gibt es nicht. Ey, Leute, das ist doch unfair, ne? Das ist doch wirklich, wirklich unfair, sowas. Egal. Wir versuchen es nochmal. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte den ganzen Tag hier. Wir spielen bestimmt schon eine halbe Stunde hier. Normalerweise ist das so ein, zwei Runden hast du das normalerweise. Aber ich habe jetzt eine neue Strategie. Also der Krieger ist schon nice, weil, guck mal hier, der braucht richtig lange, bis der angreifen kann. Der Krieger hingegen gar nicht. Das bedeutet, der Krieger ist schon mal nice. Das ist auch nicht schlecht. Und die beiden sind gleich. So, wir haben ja gesehen, der Pfeil und Bogen kann gar nichts, ne? Also bedeutet das, wir müssen den Krieger und den Maurer nehmen. Das ist jetzt unsere Strategie. Mal gucken. So, das heißt, wir brauchen jetzt jede Menge Bücher. Wir probieren das jetzt hier mal aus. So, das Buch nehmen wir auch mit. Ja, naja. Komm, wir gehen voll auf Bücher. Ey, das gibt's nicht. Ach komm, alles oder nichts, alles oder nichts. Shit.
Der hat mehr Glück als Verstand. Der kriegt aber auch immer die richtigen Sachen, ne? Sagen wir mal ehrlich, ey. Der kriegt immer genau das, was er haben will. Da. Schon wieder. Ah, okay, jetzt habe ich mal Glück. Nee, der hat... Ey, das ist wirklich zum Kreischen. Ne? Wie macht der das immer, ey? Komm, jetzt aber. So. Noch zwei Bücher, komm schon. Ja, das ist unsere Runde, Freunde. Jetzt ist vorbei. Jetzt sind wir... Nein. Ey, das gibt's nicht. Da freut man sich. Und dann sowas. Komm. Boah. Komm, das nehmen wir mit. Ein Schlag. Wenn wir es richtig machen. Okay. Wenn er jetzt keine Mauer kriegt und wir viele Bücher kriegen, könnten wir es vielleicht schaffen. Könnten wir es vielleicht schaffen. Komm schon. Oha. Ja komm, das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Safe nehmen wir das mit. Ein Schlag mit dem Krieger und dann ist Feierabend. Aber dafür müssen wir auch erstmal Bücher kriegen, ne? Und es kommen natürlich keine Bücher hier, ey. Oh doch, Jackpot! Das war die Entscheidung. Komm schon, bitte. Wir haben gewonnen. Safe haben wir gewonnen. Nein! Oh nein, ey. Und wir haben sogar noch verloren. Ich glaub's nicht. Ey, Leute, wir können nicht gewinnen. Als ob das funktioniert. Das geht doch niemals im Leben. Never ever. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen einen weitergehen und dann nachher nochmal hier hinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hier gewinnen. Jedes Mal, wenn es danach aussieht, als ob wir gewinnen würden, verlieren wir. Innerhalb kürzester Zeit. Egal, komm, wir versuchen es nochmal. Also wir sind jetzt mittlerweile schon eine halbe Stunde dabei oder so. Das ist, am Anfang ist es ein bisschen komplex. Ich habe am Anfang nicht so richtig durchgeblickt, was das hier zu verstehen ist. Aber hier, das hat eine kurze Range. Ihr seht das ja hier links, ne? Und hier ist der Magier. Der Magier ist eigentlich der am meisten Damage macht, aber auch am meisten Punkte benötigt. Komm, wir nehmen einfach den Magier. Der Maurer ist doch scheiße. Sind wir ehrlich mit seiner blöden Mauer da. So, mal gucken. Was haben wir denn hier? So, das Ganze nochmal. Dann sind wir schon auf einem guten Weg. Oha. Okay, komm, das nehmen wir mit. Hat nichts zu heißen, Freunde. Hat gar nichts zu heißen. Vertraut mir. Das kann sich schlagartig jetzt hier ändern, ey. Komm, das nehmen wir mit. Ah, komm, das nehmen wir auch mit. Scheiß drauf. Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst. Ah, jetzt sieht die Sache ein bisschen anders aus. Okay. Das wusste ich nicht, dass das doppelt gilt. Ah, okay, das ist nice. Die Bücher nehmen wir also jetzt immer mit. Ja. Ja. Und, ist es das? Ist es das? Wir haben gewonnen. Nein, ich glaub's ja nicht. Endlich. Ey. Boah, ey, bestimmt eine halbe Stunde hat das jetzt hier gedauert. Okay, das wusste ich aber auch nicht. Also wenn die Bücher auch in der Nachtvision kommen, dann kriegen wir Doppelpunkte. Wir kriegen einmal Erfahrungspunkte und einmal Angriffspunkte. Hey, ihr habt gewonnen. Glückwunsch, hier ist euer Preis. Priesterfigur bekommen.
Das ist natürlich mal interessant, ne? Eine Priesterfigur. Direkt abspeichern. Kein Bock, das nochmal zu machen. Falls ihr Rast begehrt, habe ich einen Platz für Besuch eurer Größe. Okay. Schlaft gut. Ach, hier können wir uns hinlegen, ja? Egal. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir jetzt auch die Truhe nicht hier bekommen. Regenbogenschnecke. Haha. Mal gucken, was sie sagen hier. Was du da mit der Wasserbrücke angestellt hast, war beeindruckend. Es braucht wohl Überzeugung, aber ich habe eine Idee. Hey, wollt ihr eine Geschichte hören? Nö, noch nicht. Brogavest ist fort, aber Erlina wird dafür bezahlen. Am Lagerfeuer ist es gemütlich und warm. Kochen? Oh ja, wir müssen auf jeden Fall kochen. Komm, wie geil, ne? Wir können ja richtig viele davon machen, ey. Okay, nicht so viel, aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Zwiebeln. Oh. So. Ausruhen und ready. Das war heftig. Aber wir haben es geschafft. Okay. Gucken wir mal, wo geht's denn jetzt hier lang? Oh. Hey, ihr Kleinen, seid ihr bereit, vor den Rat zu treten? Falls ja, viel Glück, sie können sehr schwierig sein. Aha. Oh, das ist aber nett. Die heben die Füße für uns. Oh, guck mal, hier ist eine Truhe. Wolkenkriegersplitter, ich werd verrückt. Was können wir denn damit machen? Da. Das wäre doch eine Geschichte für Tex. Ah, wir haben wieder die nächste Geschichte freigeschaltet. Fragezeichen. Oh, da ist wieder eine Regenbogenschnecke. Ratsmitglied Nummer 2. Wer verlangt ein Publikum? Zeigt euch. Ich verlange ein Publikum. Wir hören dich bestens. Du musst nicht schreien. Ups. Name? Gal. Titel? Wie? Titel. Sein Titel ist Kriegerkoch. Luana? Murmel, Murmel. Kriegerkoch. Wie wir erkennen können, existierst du dank geliehener Zeit. So ist es. Ich habe eine Bitte. So, sprich. Es geht um meine Freunde hier. Ich möchte, dass ihr ihnen Zugang zum Sternenmeer ermöglicht. Du verstehst, was du davon von uns begehrst? Absolut. Und wer wird für dich bürgen? Bürgen? Ich weiß nicht, ich dachte, wir könnten... Ich bürge. Rechan, ich wusste, dass er das macht. Große Adler, ihr ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Sagt uns, besitzen sie den Schlüssel. Ja, sie haben die Abendliche zurückerobert. Sind sie denn stark genug? Ja, Luana und Solen sind erwacht. Sie wünschen, dieses letzte Geschenk ihres Freundes anzunehmen, um ihre Reise zu beenden. Sind sie denn willens genug? Serai. Wie kamen sie her? Ja. Überzeugung. Diese Reisegruppe erscheint uns zufriedenstellend. Nun bleibt nur noch die Tat selbst.
Was bietet der Kriegerkoch im Tausch gegen die Überfahrt seiner Freunde? Ich hoffe, du hast einen Plan. Nun, wie lautet dein Vorschlag? Ich werde den Schläfer wecken. Du würdest dieser Welt die totale Zerstörung bringen. Was lässt dich glauben, wir würden einen solchen Vorschlag annehmen? Keine Sorge, durch mich wird er wieder freundlich. Der Älteste des Nebels sagte einst, dass ich eine lange gequälte Seele retten würde. Das hat er gemeint, da bin ich mir sicher. Das sind große Worte. Wie lautet dein Plan? Die Runen in der Moorlande. Ich war erst unsicher, doch jetzt kenne ich ihre Bedeutung. Es gibt keine Ovaten mehr? Wieso also? Ich werde das Ritual der Elemente vollenden, indem ich mit ihnen koche. Unmöglich. Wir werden deinen Plan unterstützen. Wie nutzt du Wasser? Zaubertau, um das nötige Korn sofort wachsen zu lassen. Seeungeheuer sind ausgestorben. Zaubertau wird sich ohne Zauberschuppen nicht zeigen. Keine Sorge, ich weiß, woher ich eine bekomme. Und was ist mit Feuer? Natürliche Hitze aus dem namenlosen Vulkan. Absurd, das Lavamonster würde dich sofort töten. Schon okay, meine Freunde sind ziemlich stark. Erde? Der Vulkan wird durch Magie terraformiert. Ich kann seine Gipfel also als riesigen Ofen nutzen, indem ich backe. Und du kennst rein zufällig den passenden Zauber, was? Allerdings, und der Vulkan bekommt endlich einen Namen, Ofenberg. Treibe es nicht zu weit, Junge. Der Name gefällt uns. Fehlt noch das letzte Element. Wie kommt der Wind ins Spiel? Wir fangen Saphir in einer Flasche ein. Wenn meine Kreation vollendet ist, wird sie den Geruch in die Nüstern des Schläferns leiten. Und wozu der Ofen in der Größe eines Vulkans? Weil ich den größten Brotlaib backen werde, den die Welt je gesehen hat. Haha. Und wieso denkst du, das würde reichen, um den Schläfer wieder freundlich zu machen? Ach, kommt schon, wer kann beim Geruch von frischem gebackenem Brot bloß mürrisch sein? Dagegen lässt sich nicht argumentieren. Wenn du den Schläfer wirklich besänftigen kannst, gewähren wir dir deinen Freunden Zugang zum Sternenmeer. Der Vulkan ist jetzt offen und du brauchst das hier. Ah, da ist der Schlüssel. Windschlüssel erhalten. Gut. Toll gemacht, Gal. Ja, das lief gut. Der Rat hat sich noch nie so einfach überzeugen lassen. Okay, gehen wir zurück und schmieden einen Plan. Wieder eine Regenbogenschnecke. Hey, wie heißt du? Punti, wieso fragst du? Spitze, Moment. Okay, ich habe nicht viel Zeit, also sollten wir uns aufteilen. Wie? Ich bleib bei dir. Keine Zeit, vertrau mir einfach, okay? Ich kümmere mich sowieso um Erde. Der Weg ist gefahrlos. Und wo ist das? Erinnert ihr euch an Mulkmond? Er meinte, er käme, wenn er mit seiner Magie eine gute Tat vollbringen könnte. Du meinst, er kann einen Vulkan terraformieren? Jap, das Design, das mir vorschwebt, ist ziemlich unkompliziert. Wie auch immer, Zell, du übernimmst Luft. Im Westen liegt ein Himmelsland, das du mit dem Windschlüssel betreten kannst. Finde Saphir und fülle ihn ab. So gut wie erledigt. Valerie, du hast Feuer. Geh durch den Vulkan und besiege das Lavamonster. Dann können wir die Hitze umleiten und den Gipfel in einen Riesenofen terraformieren. Klar. Serai, bleib noch Wasser.
Bring erst Valerie zum Vulkan, dann sollte Hortens dich zur See des Nachtmars führen. Bitte töte Hydraudi nicht. Wir brauchen nur eine Schuppe. Okay. Bringe die Schuppe zu Tex nach Myrt. Sobald du sie hast, dann werden die Dorfbewohner gemeinsam das Korn pflanzen und ernten. Schaff so viel wie möglich davon auf die Abendliche und komm zum Vulkan. Oder besser gesagt zum Ofenberg. Verstanden. Also, zuerst die, die das Boot benutzen. Valerie und Serai, bitte stellt euch hier von Punti auf. Nein, wir teilen uns jetzt auf, das ist doch scheiße. Was ist mit mir? Oh, ich nun dachte, du dürftest nicht helfen. Die Sache hat nichts mit einem Ermieten zu tun. Es steht mir frei. Okay. Nun, die vier Elemente sind vergeben, aber du kannst dich einem der Teams anschließen. Mein eigenes Vorhaben ist allerdings relativ gefahrlos. Wem willst du also helfen? Allen dreien. Geil, der Typ ist gut. Okay, Valerie, sag mal Kuka. Kuka? Einfach weggetreten, ey. Wow. Hey, danke schön für den Raid, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hast eine angenehme Zeit gehabt. Aber ich wollte auch gerade Feierabend machen, wenn ich ehrlich bin. Aber ein paar Minuten muss ich noch machen, um abzuspeichern. Ziemlich gut, was? Also gut, Zell, wir sehen uns am Ofenberg, wenn wir alles beisammen haben. Was geht da? Ach, nicht viel. Ich wollte auch jetzt gerade, wie gesagt, Feierabend machen. Und ein bisschen, ich wollte einen Serienmarathon heute machen. Mit einer Freundin zusammen und machen ein paar Serien. Was steht bei dir noch an? Timing habe ich drauf. Ja, alles im grünen Bereich, ne? Pass auf dich auf. Egal. Sicher. Ich denke mal, ich werde mir, wie heißt das hier von, du kennst doch bestimmt, oh, sag mal schnell, diese Motorrad hier, nicht die, Son of Anarchy, da gibt es eine andere. Wie heißt die nochmal? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Monkeys oder irgendwie so? Ja, müsste ich jetzt lügen, ja, ich weiß es nicht mehr. Auf Wow. Mondiana, Maliana oder sowas? Ich weiß nicht. Hust, hust. Keine Ahnung, kennst du auch nicht wahrscheinlich. Na, was steht bei dir heute noch an? Was machst du? Mir geht's gut, keine Sorge. Hey, danke schön für den Follower. Sehr nett, vielen, vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Mayas, genau, Mayas. Ey, das ist eine richtig gute Serie, fand ich. Sons of Anarchy hat mich jetzt nicht so gecatcht, aber die Serie hat es mir angetan. Das Himmelsland liegt im Westen, geht voran. Fand ich nicht schlecht persönlich. Genau, das ist Spin-Off, ne? Das, die ist so ein bisschen, wie sagt man, die überschneiden sich, glaube ich, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung hatte. So, wo ist denn hier ein Speicherpunkt, sag mal? Speicherpunkt! Ah, das ist heute ein Turnier, ja? Okay. Hört sich interessant an. Ja, dann auf jeden Fall viel Spaß. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Immer wieder gern, weißt du doch. Und scheiße, verdammt. Ey, jetzt finde ich noch nicht mal einen Speicherpunkt, ne? Gibt's hier keinen? Ah doch, da oben war einer, ne? Stimmt, warte mal, ich muss nochmal zurückgehen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, du bist sehr fleißig momentan. Sehr, sehr fleißig. Du ziehst durch. Auf jeden Fall freut. Oh, geil, guck mal, was ist das denn hier? Freut mich auf jeden Fall. Was, hier haben wir noch eine. Nein, Echtzeit-Silberdolch gefunden. Jawoll. Finde ich auf jeden Fall gut. Und nachher waren sie verbündet. Das weiß ich noch nicht, ja. Tatsächlich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt bei Folge, boah, weiß ich gar nicht. Bei Staffel 2 oder 3 oder so. Irgendwie so. Achte mal noch. Ah, scheiße, jetzt können wir auch nicht den Dolch ausrüsten. Ne? Das ist natürlich jetzt blöd, aber ist nicht schlimm.
Hallo du da unten, ich bin der örtliche Handwerker. Einige kleine Juwelen, die ich herstelle, könnte auch euch passen. Blick gefällig. Ah, geil, guck mal, der kann Juwelen herstellen, oder was? Okay, das müssen wir uns alle mal in Ruhe anschauen, würde ich sagen. Ey, vielen lieben Spaß, ne? Alles Gute dir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oder euch, Dankeschön. Ich werde jetzt auch nur noch kurz hier abspeichern, wenn ich sobald ich einen Speicherpunkt hier finde. Da ist doch einer, sehr schön. So. Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde oder beziehungsweise Zuschauer, die gerade geratet worden sind, ich bedanke mich ganz herzlich für das freundliche kurze Zusehen. Wir sehen uns wahrscheinlich oder auch nicht, je nachdem, morgen oder übermorgen. Mal gucken. Ich glaube aber eher morgen komme ich nochmal online. Bis dann, euch viel Spaß noch. Ciao.